Und herzlich willkommen zurück. Euer Rubbel Kaiser ist wieder am Start. Oh ja, zum zweiten Teil des Abo-Specials. Und zwar haben wir 100 Euro deutsche Lose. Ja, und zwar 6-mal die Platte 7, 4-mal die fetten 500 Jahre, dann 2-mal das Cash-Los und 2-mal das Gold-Los. Oh ja. Und wir fangen nicht mit den Platte 7 an, die kennen wir ja schon. Wenn schon neue Lose auf dem Kanal gibt, oder besser gesagt, neue Lose, etwas neuere Lose, gucken wir sie auch gleich an. Und zwar, bevor wir hier losrubbeln werden, werden wir uns erstmal die fetten 500 anschauen. Und zwar, wir haben die Gewinnzahlen und diese Gewinnzahl suchen wir unter diesen Eurobeträgen. Und wenn wir eine finden, haben wir den daneben stehenden Betrag gewonnen oder... Nein, bei denen gibt es gar kein Oder. Das ist einfach ganz klassisch. Gewinnzahlen hier und die hier finden. Hier gibt es keinen Doppelgewinn, sondern nur einfach. Okay, hier war das so. Und zwar beim Cash los. Hier haben wir unsere drei Gewinnzahlen und die suchen wir halt hier. Und wenn wir hier ein Geldbündel finden, hat sich der Betrag dann verdoppelt, was wir da unten rausgerubbelt haben. Und dann haben wir noch das Gold los. Das hat ja auch so ein... Naja, so ein Verdoppler quasi. Und zwar, wir suchen hier eine Waage oder ein Dollarsymbol. Und wenn wir das Dollarsymbol finden, haben wir den daneben stehenden Betrag doppelt gewonnen. Und hier im Extraspiel suchen wir zweimal den gleichen Betrag und haben dann, wenn wir zweimal den gleichen Betrag haben, den Betrag gewonnen. Ah, ich habe schon oft noch nie so viel Betrag hintereinander gesagt. Wow. Nun denn. Ich würde sagen, mit den fetten 500 fangen wir an. Danach jedes Mal ein Cash und das. Und dann vielleicht drei Platte 7. Ah, so ungefähr. Und dann wiederholt sich das noch einmal. Ja, ich würde sagen, so machen wir das. Wird interessant. Ich bin hype. Vor allem, wir werden höchstwahrscheinlich schon Special einschlagen, weil das war ja... Uff. Schock lass nach, sag mal dazu. Und zwar, wir fangen mit, was fangen wir denn an? Mit den Fett 500, hier kann man quasi, was kann man denn hier eigentlich gewinnen? Das haben wir noch gar nicht, glaube ich, geguckt. Und zwar, wir können 500 Euro, und zwar 1200 Mal gewinnen. Die Losserie beträgt, wo haben wir es denn? 1,2 Millionen, ist auch ziemlich klein, also ist gut. 50 Euro kann man 3600 Mal gewinnen, 20 Euro 26.000 Mal, 93.200 Mal 10 Euro und 152 Mal die normalen 5 Euro. Also quasi den Lospreis wieder rausrubbeln. Sind wir nah drin? Ja, wir sind ziemlich nah dran. Okay, sollte passen. Okay. Und zwar, wir suchen unsere Gewinnzahlen hier. Natürlich sind sie mega groß. Da brauchst du nicht mal eine Brille dafür. Das ist schön. So, unsere Gewinnzahlen sind 6, die 2 und die 9. Und wenn wir den einmal hier finden, haben wir den Betrag dann natürlich gewonnen. Die 7 haben wir nicht, also keine 50 Euro gewonnen. Die 8 haben auch nicht, also keine 5 Euro gewonnen. Die 7 kennen wir schon. Die 8 kennen wir auch schon. Okay, das wiederholt sich ja sehr gerne gerade. Die 3 haben wir auch nicht. Die 4 haben wir auch nicht. Die 5. Jetzt wird es spannend. Werden wir den Betrag noch finden? Oder besser gesagt, die Zahl. Das Los lässt sich sehr gut rubbeln. Also wirklich sehr, sehr gut. Haben aber leider eine Niete. Die Lose sind auch eigentlich ziemlich gut für Autogramme, muss ich sagen. Sehr große Losfläche zum Unterschreiben und so. Schön, schön. Schönes Los. Jetzt kommt das Gold los. Es war mit der Waage und dem Dollarsymbol. Wir suchen nicht die Schaufel. Wir schaufeln uns nicht zum Glück. Wir nuggeten uns auch nicht zum Glück, was ich eigentlich ziemlich schade finde, weil hier gibt es ja Nuggets. Warum ist das Nugget kein Gewinn? Man weiß es nicht. Dann haben wir ein paar Münzen. Bringt uns halt nichts.
Das lässt sich natürlich ein bisschen schwerer rubbeln. Schienen für den Abbau brauchen wir auch nicht. Eine Lore brauchen wir auch nicht für die Schiene. Wir müssen natürlich nur das Gold wiegen oder Dollar gleich, also quasi das, die Scheine gleich haben. Ja. Den Wagen brauchen wir auch nicht. Den Hut sowieso nicht. Den Stern auch nicht. Ach ey. Hab mir alles nicht brauchen. Die Wunderlampe, ich habe keine Ahnung, für was die dabei ist. Ist ja nicht so die Spitzhacke, ja, kann ich verstehen. Und den Goldtopf kann ich auch verstehen. Aber da es eigentlich ein Gold los ist, könnte man ja eigentlich Goldsymbole wie den Nugget oder einen Goldbahn ja aus Gewinnsymbole machen, aber ach ja, was weiß dann ich. So, nun denn, wir haben hier im Hauptspiel nichts gewonnen, im Bonusspiel oder Extraspiel 15. 15 Euro! Ich werde nicht mehr. Leute, ich werde nicht mehr. Wir haben 15 Euro gewonnen. Ich glaube, so viel hat der Rubbelkönig noch nie aus denen los rausgerubbelt. Ich weiß es nicht, aber mit was ich weiß, hat er nicht so gute Erfahrungen mit dem Gold los gehabt. Läuft, würde ich mal sagen, Leute. Läuft. Wir haben quasi schon mit dem zweiten Los dieses wunderschönen Specials, Special Teil 1 geschlagen. Schönes Ding. Schönes Ding. 15 Euro. Das ist schön. Oh, schöner Gewinn. Findet ihr nicht? Ja, ich schon. Ich finde schon. Nun denn, erster Gewinn. Wir können ja wieder, vielleicht finden wir ja die fetten 500. Wer weiß das schon. Wir suchen unsere Gewinnzahlen wieder. Und zwar haben wir ja dieses Mal 5, die 9 und die 3. Also gar nicht mal so schlecht. Die habe ich öfters gesehen, die 5 und die 9. Machen wir das mal in Doppelback. Ja. Oh, 2020? Oh, hat nichts zu bedeuten. Man kann ja nicht die ganze Reihe gewinnen. Ich dachte schon, hä? Wenn alles 20 wäre, wäre echt geil. Und dann irgendwie so ein Sondersymbol. Gibt's hier aber leider nicht. Schade. 500 Euro auch noch nicht rausgerubbelt. Die 2 brauchen wir auch nicht. Die 1? Nein. Die 6? Nein, die 9 brauchen wir. Oder die 5 oder die 3. Und die 7? Nein. Leider noch nicht. Aber ein weiteres schönes Los, was theoretisch auch Autogrammkarte dienen kann. Ist ja schön. Muss zwar noch ein bisschen mehr raufrubbeln, aber schön. Vor allem, weil ich schon mit 15 Euro angefangen habe. So, wir haben noch das Cash-Los. Ja. Und dann geht's schon auf die Platte 7 auf 3 Stück. Sehr schön. Cash, wir haben hier drei gleiche. Wir haben 3 Zahlen hier. Wunderschöne 3 Zahlen. Und die suchen wir jetzt hier. 24 brauchen wir nicht. Die 19 brauchen wir auch nicht. Die 11 sowieso nicht. Die 13, nein, diesmal nicht. So. Die 16, die 7 und die 8. Also kann man sich eigentlich ziemlich gut merken. Vielleicht machen wir ein bisschen schneller. Dass wir auch ein bisschen weiterkommen. Ich meine, ich mache ja gerne lange Parts. Hin und wieder mal. Ist mal Abwechslung. Könnt ihr ein bisschen länger gucken. Schreibt mal einen Kommentar, ob ihr das gerne mal länger hättet, dass ich ein bisschen rausziehe. Oder, nee, rausziehe eigentlich nicht, aber halt ein bisschen vielleicht mehr Laber. Aber im Los Nummer 1 leider nicht und hier ist auch kein, ein Stern bringt gar nichts, oder? Nö. Wir haben auch keinen Betrag gefunden. Sollte mal vielleicht ein bisschen schöner aufrubbeln. Wie ein Harakiri. Yeah! Das Los lässt sich nicht so gut rubbeln. Sag's mal gleich, wie es ist. Es ist ein bisschen härter. Aber ist ein schönes Los, würde ich mal sagen. Leider keinen Betrag gefunden. Wir haben weder eine 7, weder eine 8 und weder eine 16. Also eine weitere Niete, unsere dritte Niete. Puh, wir sind gerade erst 5 Euro im Minusstand. Also so schlimm ist es noch nicht. So, bleiben wir in dieser Position für die Platte 7? Ja, komm. Ich schieb's hoch.
Die 1 und die 2 leider nicht. Die 12 und die 6 sowieso nicht. Die 3 und die 18. Eigentlich ist das ja voll blöd, wenn da so ein Jackpot los werden, überall hier 10 werden. Ey, ich habe voll gespoilert, oder? Ich meine, ich könnte mir auch mit den Zahlen spoilern, was da zwischendrin drin sind. Deswegen lasse ich hier eigentlich frei. Aber, hey, ich mach mal. No risk, oder? Ich habe ja schon einen Jackpot losgesehen, eins von der Platin-Team. Ja, ist schon interessant. Steht überall 10 hier oder 20 oder weiß was ich was. Aber bis dato noch kein Treffer, keine 7. Hier suchen wir natürlich die 7. Aber ich weiß nicht, steht ja drauf. Ganz fett 7. Oder ein Stern oder ein Geldbündel. Das Geldbündel wäre natürlich mega. Weil das Geldbündel haben wir alle 20 Beträge gewonnen und mit den Sternen haben wir das verzehnfacht. Also man merkt, dass es ein 10 Euro los ist. Aber es hat nicht gedroppt. Wir haben ja noch 3 Stück davon. Ist doch schön. So, die nächste Platte 7. Wir suchen die 7. Machen wir es in 4er-Schritten? Ja, komm schon. Die ersten 4. Vielleicht ein bisschen viel. Ach komm, das geht schon. 4er-Schritte. Nichts dahinter. Man kann außerdem sehr gut erkennen, ob man einen Jackpot los hier auf der rechten Seite hat, wenn sich halt Beträge sehr oft ähneln oder generell ähneln oder alles sich komplett sein, dann kann man eigentlich fast schon sicher sein, dass das so ein Geldbündel irgendwann auftaucht. Jetzt habe ich die Beträge fast vorher aufgerubbelt. Was ist denn los mit mir? Vor lauter Labern, Leute. Vor lauter Labern. Nichts geht weiter. Nun denn, wir haben noch einen Haufen. Aber noch kein Hit. So, nun denn, nach kurzer Unterbrechung geht's weiter. Ah, und wir haben leider nichts gefunden. Leider nicht. Los Nummer 3 der Platte 7 von 6. Wir suchen die 7. Ich hoffe natürlich, dass die Platte 7 in dem Fall auch meine mega 25 fetten Jahre schlägt. Das wäre schon schön, weil die 10 Euro waren schon bitter. Ich sag's, wie es ist. Sie waren bitter. Eine bittere Pille. Oh, eine 7. Den Geldbetrag können wir ja mal offen lassen. Wie gesagt, dazwischen will ich gar nicht aufrubbeln. Wegen, man lässt sich spoilern. Vor allem, glaube ich, bei Westlotto sind solche Zahlen wie A, B und so drinnen. Deswegen weiß man, in welcher Gewinnklasse Gewinn besteht. Auf jeden Fall haben wir ja schon einen Hit. Also die mega 25 fetten Jahre haben wir schon zumindest mal ausgeglichen. Mindestens. Aber es kann sich ja jeder Betrag darunter noch befinden. Sind gespannt. Hier unten war nichts mehr. Ich hoffe, das habe ich gezeigt. Ja, zumindest jetzt. 10 Euro. Schön. Finde ich schön. Damit haben wir schon 25 Euro. Ist gar nicht mehr so schlecht. Dann geht es weiter mit den mega vielen. Bar 500. Was labere ich eigentlich hier? So, wir suchen die 5, die 8 und die 7. Ich bin positiver Dinge, dass wir jetzt bald mal was droppen werden oder finden werden. Welcher Betrag sich darunter befindet, keine Ahnung. Aber er muss ja mal droppen. So, die 9 und die 5. Ach, die 9 und die 1 meine ich. Die 5 suchen wir. Bin gespannt. Die 4 und die 6 suchen wir auch nicht. Die 2 und die 3 sowieso nicht. Und kein Gewinn. Schade. Zweimal waren 500 Euro versteckt. Die 5, die 8 und die 7. Nochmal checken. Nope. Leider auch eine Niete. Okay, ist nicht so gut. Wir haben davon nämlich nur noch ein Los von den fetten 500. Vor allem auch von dem Cash los. Vielleicht schaffen wir aus jedem Los mal einen Gewinn zu droppen.
Das wäre mal was. Wir suchen hier die 8, die 6 und die 22. Okay, 22 ist ein guter Zahl. Die 23 haben wir als erstes. Die 4, die 6, die 6 haben wir schon mal. 17. Bevor wir die 6 aufrubbeln, es dürfte ein kleiner Betrag sein, weil es ja sehr viele Sterne vervor. Aber egal, vielleicht haben wir ja Verdoppler noch. Die 15 oder vielleicht einen doppelten Schlag, kann auch sein. Die 2, Leute, 22 und die 6. Nice. Wir können wirklich schaffen. Jetzt muss nur noch die fette 500 noch schlagen. Haben wir wirklich aus jedem Los was gewonnen. Die 7 haben wir nicht. Die 25 haben wir auch nicht. Die 2 auch nicht. Die 6 und die 8 waren es. Die 9 und die 12. Auf jeden Fall haben wir schon mal 10 Euro gewonnen. Das weiß ich schon, weil 5 Euro ist, glaube ich, ein Mindestgewinn hier. Und und es verdoppelt sich. Leute, es verdoppelt sich. Ihr seht das. Ja, da. Und zwar 5 Euro und nochmal 5 Euro, oder? Damit haben wir 20 Euro. Leute, 20 Euro. Läuft doch. Also ich kann mich nicht beschweren. Also beschweren kann ich mich nicht. Nein? Nein? Das ist ein schönes Special. Ja? So soll ein Special ausschauen. Schön Sachen rausrubbeln. 20 Euro. Bin 5 Euro los. Ist doch schön. Das ist echt schön. Ha. Es tut gut der Seele, ja? Nach der ganzen Niete davor. So, wir haben hier 20. Damit haben wir schon 30, 45. Schon fast die Hälfte. Sehr schön. So, jetzt noch aus denen los, dann haben wir aus jedem Los was gewonnen. Bin gespannt. Es wird Zeit. 4 Lose hatten wir davon. Also, ein Hit wird da wohl drin sein. Die 3. Die 3. Wir werden aber dieses Mal, werden wir die, ja, Beträge verraten ja nichts. Weil, wie gesagt, hier gibt es ja kein Multi-Ding. 5 und die 1 und die 9. 4 und die 2. Oh oh. Oh oh. Jetzt ist eine Reihe nietenlos. Wäre echt schade, wenn das waren 4 Stück. Das waren wirklich 4 Stück. Die 8. Die 6. Eine Zahl haben wir noch. Die letzte Chance. Die 4. Wirklich ein reines Nietenlos. Also, das Los war ja schlimmer aus meinen Mega 25 fette Jahre. Okay, es waren auch nur 4 Lose, aber trotzdem. Das 4 Lose, nicht ein Hit. Schon nicht gut. Ist nicht gut, nein. Nein, nein, nein. Aber Autogrammkarte, habe ich gesagt, ist gut. Leider nicht geschafft, aus jedem dieser Lose einen Gewinn rauszuziehen. Wir haben aber noch ein Goldlos und natürlich noch 3 Plate 7. Ich habe es nicht vergessen, Leute. Wir haben noch was. Wir haben ja beim Goldlos ja den Bonus rausgerubbelt. Hier suchen wir ja wieder die Waage. Die Waage. Ich weiß nicht, wie ich das festhalten soll. Die Waage und das Dollar-Symbol. Ja, weil man da ein bisschen fester rubbeln muss. Und was haben wir gefunden? Eine Münze und einen Wagen. Braucht man nicht. Eine Schaufel und eine Bank. Sehr schön. Sehr schön. Eine Lampe und eine Schiene. Hui. Nun denn. 3 weitere Gewinnsymbole. Nugget braucht man nicht. Eine Schubkarre oder eine Lore braucht man nicht. Und den Geldscheine braucht man auch nicht. Wir brauchen das Dollar-Symbol. Okay. Es läuft schon wieder aufs Extraspiel. Aber ich glaube, das wird eine Niete. Wenn ich ehrlich bin. Weil sonst würden wir hier 30 Euro gewinnen. Ah, habe ich doch gesagt. Nach 15 Euro kannst du ja keine 30 Euro ausrubbeln. Das funktioniert gar nicht. Wir haben gar nicht die Gewinnstatistik angeschaut. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, 15 Euro auszurubbeln? 1 von 60.000. Ja, ist gar nicht mal so schlecht.
was wir geschafft haben. Die 30 werden sogar noch besser. 1 aus 7000. Die Serie ist ziemlich klein. Eigentlich, nein, doch. Nein, die Serie ist nicht so klein. Es sind trotzdem 1,2 Millionen. Weil es gibt ja zwei Hauptgewinne mit 100.000. Aber trotzdem, zwei Hauptgewinne mit 100.000 ist eigentlich ein gutes Los. Weiß gar nicht, warum der Rubbelkönig da nie was rausgerubbelt. Naja. Oder rausgerubbelt hatte. So schlecht ist das Los hier gar nicht. Nun denn. Na, unsere letzten Angstgegner. Naja, für mich eigentlich nicht. Die waren eigentlich ziemlich großzügig meistens. Naja, großzügig. Im Specials kann ich mich jetzt nicht beklagen, würde ich mal sagen. Auch im Rubbel-Duell haben sie ja gewonnen. Also, beklagen kann ich mich nicht. Nein. Wir suchen die 7 oder Symbole. Wir haben hier sehr kleine... Naja. Das Gute ist, man weiß, wenn man einmal die 500.000 aufgerubbelt hat, dass da kein Geldbündel mehr kommt. Das heißt, ein Jackpot, Max-Jackpot wird es auf jeden Fall nicht. Ein Stern kann es noch werden. Oh, eine 7. Da lobt man das Los und bekommt eine 7. Schönes Ding. Wenn wir mal mehr als nur eine 7 finden, wäre auch cool. Habe ich schon mal, glaube ich, ja. Müsste sein, ja. In der Duellserie habe ich schon mehr 7 gefunden. Ich glaube aber auch nur maximal 2. Ich glaube 20 Euro, sonst waren es 2 Zehner. Ja, dürfte hinhauen. Dürfte hinhauen. Ungefähr. So, eine 7 haben wir. Wer hat's noch mehr? Ja, ich habe euch schon wieder nicht mitgenommen. Ich hab's gesehen. Sorry dafür. Aber war nichts Spannendes. Nichts Spannendes. So, wie gesagt, in die Mitte lasse ich frei, weil Westlotto hat da ja gerne Dingszahlen und wenn man halt schon eine 7 aufgerubbelt hat, ist es halt nicht mehr so spannend. 10! Schön! Wir haben schon über die Hälfte. So sollte eigentlich das Special ablaufen. Über die Hälfte, damit wir ein richtiges Duell draus machen können, weil so hat das Los mit 15 Euro schon gewonnen. Da haben wir ein Los mit 20 Euro und da haben wir noch zwei Lose mit 10 Euro. Ja. 10, 20, 40, 50, 55, über die Hälfte. Es ist ein schönes Ding. So, zwei Platin 7 haben wir noch. Wir sind gespannt, ob noch eine 7 kommt. Oder ob es das war. Für Special. 55 Euro. Kann mich nicht beschweren. Kann natürlich besser sein. Aber mit den 5-Euro-Losen schon was rausrubbeln, ist schon gut. Ist schon gut. Ich sag, ich will mich nicht beschweren. Ey, ich will mich nicht beschweren. Aber eine 7 wäre doch schön. Eine noch. Na, es will ja... Will da eine? Das ist eine 3, glaube ich. Und ich habe euch schon wieder nicht in den Weg genommen. Ich vergesse das jedes Mal, glaube ich. Eine weitere Niete. Ein Los haben wir noch. Im Grande Finale. Das ist Grande Finale. Das ist Duells. Ja, eigentlich schon. Die letzte Platin 7. Dieses wunderschönen, rubbligen Specials von 100 Abonnenten. Teil Nummer 2 natürlich. Teil Nummer 1 kannst du echt in die Tonne kloppen. Aber kann man sich ja schön anschauen, wenn man sich ärgern will. Nun denn. Nichts gefunden. Noch nicht. Ja, die 7 lässt auf sich warten. Und wie gesagt, es kann nur Stern oder 7 kommen. 500.000 haben wir genug aufgerollt hier. Und deswegen suchen wir die 7. Und wir suchen immer noch die 7. Haben noch 3 Gewinnchancen. 4. 4. Die letzten 4. Leider nicht, aber ich habe gesagt, ich war schon zufrieden. Mit 55 Euro ist zwar kein Gewinn, auch keine Nullrunde, aber es ist schön. Weil wir haben
nicht nur 55 Euro rausgerubbelt, sondern wir haben auch wunderschöne Autogrammkarten. So ein paar Blatt 7, 4 Stück in der Anzahl. Von den Losen hätte ich mindestens einen Gewinn erwartet, von den fetten 500. Und wenn es nur 5 Euro wären, schade. Rubbeln Sie alle drei Feuergewinnswälder, finden Sie die mit drei Gewinnzahlen und einen der aufgerubbelten Euro-Symbole. Ja, nichts gefunden. Leider. Und hier haben wir auch noch zwei weitere Nieten. Schön. Und hier sind unsere chlorreichen Gewinne mit dem Highlight von den Goldlos. Den Highlight des Cashlos haben wir noch gar nicht geguckt, Leute. Wir haben gar nicht geguckt. Warum habt ihr nichts gesagt? Ja, so unwahrscheinlich ist es gar nicht. 62.520 Euro drinnen. Aus einer Losserie von... wie viele Lose gibt es denn? Es gibt zwei Hauptgewinne, außer wenn ich Gewinnchance habe. 1,5 Millionen. Ja, das sind eigentlich ziemlich gute Lose. Das sind Gold- und Cashlose. Plate 7 hat leider nicht oft zugeschlagen, aber öfters aus meinem Mega 25 fetten Jahr. Da muss ich schon sagen. Hut ab und mit diesem wunderschönen Ende dieser Folge verabschiede ich mich, euer Rubbelkaiser ist raus und sag dü dü dü, nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren. Bis zum nächsten Mal.